Hallihallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt hier in Yuuzhan und aktivieren jetzt erstmal die Chronostasis, dass ich ein bisschen mehr Zeit habe, hier mal alles zu erkunden. Weil du besitzt ausreichend TP. Da ich hier jetzt doch viel Dinge gleichzeitig machen kann. Ja, Herrschaft. Moment. Hier war doch so eine Frau, genau. Choco, Chocobo! Oh, you're a new friend! Can you say the magic words? Please? No, I'm afraid that's not what I'm looking for. Check out our posters around town, then come back and try again. Okay, schau dir die Plakate an. Hier ist eine Schatztruhe. Boah, die ist voll verwirrend aufgebaut, die Stadt. Rundumschlag, Stufe 2, cool. Die ist natürlich ganz praktisch für den hier. Ich denke mal, leichte Hiebe, das brauche ich für nichts. Rundumschlag kostet 20. Boah, es ist hart. Boah, das macht aber ordentlich Schaden, der Rundumschlag. Den leichten Hieb können wir dafür. So langsam gehen mir dann doch die Ideen aus. Kann ich hier das Blocken ganz wegmachen? Lassen wir es mal so, dann lassen wir den leichten Hieb mal ganz weg. So, hier ist noch jemand. Was willst du? Da oben ist eine Schatztruhe. Da hüpft es auf jeden Fall. Das ist einer, mit dem kann ich nichts anfangen. Wo komme ich da hin? Banquet of the Lord. Oh Gott, die Stadt ist riesig. Wie soll ich in den verbliebenen Tagen das alles erkunden? Um Gottes Willen. Kann ich zertrümmern? Nee. Oh, unzerstörbare Vasen. Huch. Bankettmeister. Ach, die wollen mir alle Nahrungsmittel andrehen. Hier ist eine, mit der kann ich nicht sprechen. Okay, ich komme ja nicht mehr weiter. Sprung. Verliere ich jetzt TP? Mist. Ach, nochmal. Da muss ich auf diesem Ding da landen. Das ist so eine Schatztruhe. Oh. Gott im Himmel. Das wollte ich gerade sagen. Meine EP-Fertigkeit ist bestimmt auch gleich aufgebraucht. Spaßeshalber, komm, hauen wir nochmal eine rein. So, und jetzt aufgepasst. Wo muss ich hin? So. Schatzkisten, die von leuchtenden Ringen umgeben sind, enthalten Gegenstände, die Lumina für dich versteckt hat. Du kannst sie im Tausch für EP öffnen. Wie viel EP du fürs Öffnen ausgeben musst, erkennst du an der Anzahl der leuchtenden Ringe. Pro Ring steigen die Kosten um 2 EP. Ein Ring, 2 EP, 2 Ringe, 4 EP, 3 Ringe, 6 EP. Berücksichtige dein EP-Guthaben und überlege dir gut, bevor ein solches Schatz öffnest. Also hier bräuchte ich jetzt 2 EP, das ist mir im Moment einfach zu teuer. Sorry. Ausstatter, cool. Mal sehen. Hier erkennt man jetzt schnell, wenn das mega gute Sachen sind, dann bin ich hier falsch. Rundumschlag hätten wir da schon. ATW-Ausgangswert. Physische Angriffskraft plus 10%, physische Angriffskraft plus 80%. Oh, das ist natürlich mega. Sonst gibt es hier nur sowas. Komm, das kaufen wir uns jetzt mal. Ich finde, das sieht aber so hässlich aus. Bleib mal bei meiner Nocturne. Schon wieder so eine. Oh, you're a new friend. Can you say the magic words? Please? Ja, es war vorhin schon falsch. Dankeschön. Na, Mist, da komme ich nicht rein. Oder komme ich wahrscheinlich, wenn ich da hochhüpfe? Da ist nämlich eine Schatztruhe. Hä, da komme ich aber nicht hoch. Was ist das denn jetzt für ein Quark? Na doch. So,
Sunny Pudding Aufzeichnung. Nein. Oh, ich finde hier so viele Sachen, wo ich gar nicht weiß, was ich damit machen soll. Klappt nicht. Da ist wieder jemand, aber keine Mission, komischerweise. Ach, das ist Seelensamen. I've heard good things about. Now let's see if you live up to the rumors, shall we? So, how's the hunting? You can sell to me or Baird. It doesn't matter. You'll get the same price. Well, we're on the same price, yeah. The same price. Das ist schön. Actually, I'm not supposed to go into that. So, Moment. Ich habe nämlich schon mal hier so ein bisschen. Oh je, jetzt muss ich das kurz. So, nein. Uah. Hä? So, Seelensamen. Aber mit einem M, Herrschaftszeiten. So. Ich habe das mir hier schon mal ein bisschen vorbereitet. So, dann habe ich das mir hier schon mal markiert. Dann finde ich die immer wieder. So, mein Plan. Hier bekommen wir jetzt bestimmt Monster. Und ich hoffe, die sind nicht allzu stark. Ich möchte keine Stunde verlieren. Nein, die Uhr tickt, die Uhr tickt. Wobei, eigentlich wäre es ganz toll, wenn jetzt mal Monster kommen. Ich brauche unbedingt EP. So, hallo. There is a back route to get to the theater. It starts in the industrial area. You managed to learn about the back route into the Augur's quarter. Is that enough or... Das ist ein Aufzug. Do you want more info? Bleiben wir hier unten. Uch, da hinten explodiert's. Oh, sind das Kremlins oder sind das... Oh je. Wie viele Kremlins sind denn das? Kremlin A, B, C, D, E, F, G, H. Oh je. Aber die sind ja alle trotzdem noch schwach. So, einer weg. Und Umschlag wäre natürlich jetzt ganz toll. Oh oh. Haben die eigentlich die Magie irgendwie schwach? Nee. So, das war mal Rundumschlag. Oh, Hilfe. Nein, ich bin verwirrt. Boah, Ayoro macht den aber auch ordentlich. Und da waren Haufen Fähigkeiten. Also mindestens zwei habe ich schon mal. Hä, der heilt mich. Irgendwas, oder hat der den gerade geheilt? Irgendwas war doch da gerade, von wegen Heilung. So, weg. Nochmal einer. Und weg. Puh. Jetzt weiß ich, wie ich 80 von diesen Dingern da kriegen kann. Aero. Ui. Notentasche. Aero, Blitz, Eis. Eine Notentasche. Und 8-mal zerrissenes Leder. Oh, und EP gibt 0,38. Zu geil. Also hier gab es jetzt mal richtig, richtig fett. Sachen. About the music in the satchel. The one you recovered from the monster, I mean. The notation is unusual. It's like a code. There's no signature either. And no way of finding the owner. Okay, auch schon wieder so eine Art Code. Jetzt gehen wir mal ins Industriegebiet. Ich brauch so einen Alchemisten mal. So, wer bist du? You got something to show me? Got a sword. No, that's not what I'm after, you know? And if you don't know, then get out of here. No unauthorized parties allowed in here, you get me? That was information about the back route in, wasn't it? Use it your own risk. Hm. Komm ich gar nicht da lang. Hoch, Ananubis. Komm her.
Oder auf jeden Fall sowas ähnliches. Ich glaube, das ist eine stärkere Form, oder? Der hat 40.000. Ja gut, aber der verliert auch ordentlich. So. Giftet ist er. Mist, ich wollte noch blocken. So, weg damit. Das Outfit sieht auch ganz cool aus. Giftstachel, da brauche ich 10 Stück von. So ein bisschen aufpassen auf meine TP. Wo komme ich denn da eigentlich hin? Ich glaube, da lassen wir oder gehen wir mal nicht weiter. Ich glaube, das bringt nicht arg viel. Ah, wieder zurück. Kostet also viel Zeit. Aber wir können doch hier eine Chronostasis mal reinhauen. Ich gebe mir hier relativ viel EP wieder zurück. Ich habe ja schon wieder fast 3. Also 2 sollte man mindestens haben. Ah. 2 sollte man sich mindestens auf Reserve mal halten. Für diesen Zeitdilatation oder wie auch immer. Für dieses Zeitgedöns. Und ansonsten, denke ich, kann man sie alle raushauen. Das ist eigentlich gegen nix. Ah, Rundumschlag, schlecht. You wanna be saved. You think you can be forgiven? So, immer schön blocken. Das Gift ist ganz cool. Wobei, ich habe jetzt noch nicht so... Ah nein, nicht nochmal. Ah, das ging noch nicht schon. So, und jetzt weg. Ah, nein! So. Oh, ein Angriff hätte ja noch klappen können, oder? So, nochmal Giftstachel. Jetzt gehen wir diesen Aufzug da hoch. Wahrscheinlich geht er nicht, oder? Ja. Durchgang gesperrt. Durchgang gesperrt, Durchgang gesperrt. Also hier komme ich überhaupt nirgends mehr weiter. Das war also totaler Bullshit. Hier runterzukommen. Hm, naja. Und so ein Gemüsehändler wäre jetzt ganz cool. Die ganze Zeit wollten sie mir was andrehen und jetzt finde ich wahrscheinlich keinen mehr. Oh, ist das ein ewig langer Weg hier. Ramira. Ich habe aber keine Seelensamen. Oh nein, gleich geht meine Uhr wieder leider. Wieso haben sie denn alle hier so Panik? Ach, da oben ist so ein Ding. Ich habe gerade gedacht, wieso haben sie denn alle so Panik? Vor was denn? So, die Dinger, die heilen sich immer. Oh. Also gegen Dinge ist er schon mal nicht schwach. You think you can be forgiven? Oh nee, Mann, der heilt sich ja ewig viel. Also er halbiert Magie. Ich muss ihn relativ schnell in Schock kriegen. So, und jetzt kann ich ihn echt ordentlich. Jetzt hat er mich kein Prothes mehr. Zack. Die Prothes und weg. Chaos takes away the grief. Uhu, geil wäre natürlich Vita, wenn es das als Fähigkeit geben würde. Das ist ein Zibit. Ja, dankeschön. Weiß ich nicht, was das bringt. Welcome. Nein, das wollte ich auch nicht. Bloß nicht. Geh weg. Ach, die ganzen Gemüsehändler waren da oben. Straßencafé. Stadtführer. Hier ist nochmal einer, mit dem ich sprechen kann. According to rumors on the street, she can steal your very soul.
She busted her way into the palace and tried to take out the patron himself. Amen. So, untersuchen. Wir gehen Anschläge auf Lord Snow. Verrat! Ja, Verwaltungsbezirk. Also, wir werden gesucht. Also, huch. Wir sind doch sehr auffällig eigentlich. Normalerweise müssten wir doch... Ach Mann, wo sind denn die jetzt? Da waren sie. Komm schon, ich werde doch jetzt hier nochmal einen finden. So, dankeschön. Kaufen wir hier sowas? Da sind wir wieder voll. Wir sind voll, juhu. Im Feinschmeckerbezirk, oder wie der heißt. Schlemmerviertel. Gaststätten gibt es hier unendlich, so wie es aussieht. Ach, eine Mission. Ja, klasse. Welcome! A customer! This is so exciting! What can I get you? Well, what do you serve? Anything you want. How about the chef's special made from top quality recycled materials? Deep fried niblet hairballs. Are you sure that's actually edible? Oh yes, it definitely won't kill you, I can guarantee it. And since you're my first customer in days, no charge. Oh je, wahrscheinlich kippe ich jetzt gerade aus den Latschen. That's the spirit, take the plunge, I say. Oh je. Liege ich bestimmt gleich am Tisch. Oh wehe, ich habe Zeit verloren. Your taste buds sing? Are you transported to culinary heaven? This is... Too tart? Too much salt, perhaps. I can brush it off if you like. No, it's actually really good. God, that is a relief. I mean, of course it's good. I knew you'd love it. I've been working on the recipe for weeks. Unfortunately, it's not very nutritious. People are more health conscious these days, which is ironic considering the times. Nutritious or not, you'd think that more people would come back for this. I think it must be me. I just don't have a head for business. No matter how hard I work, I just can't seem to attract more customers. I've been living on the brink of financial ruin for years now. My son got sick of it, so he left. You've got the chops to be a good cook, though. Why don't you try to find yourself a partner? You know, someone you trust who has a better head for business. Now that you mention it, I hear there's a famous food expert here in Yusnan. Apparently he specializes yeah, in turning around lost causes like mine. I'll bet... No, I know he could help me, but how do I find him? All I know is his name. Oh nein, immer suchen, suchen, suchen. Gordon Gourmet. Despite his fame, he's hard to track down. If you do happen to run into him, could you tell him about CDs? CDs? Okay. Was jetzt? In der Ständchenstraße im Schlemmerviertel findet sich das Restaurant CDs. Der Inhaber ist ein äußerst talentierter Koch, doch fürs Geschäft hat er kein gutes Händchen. Zu allem Übel vermisst er seinen Sohn, der ihm vor Jahren den Rücken gekehrt hat. Findet den renommierten Feinschmecker Gordon Gourmet, damit er dem Geschäft wieder zu neuem Erfolg verhilft. Ja. Dann such mal den guten Mann mal. Wahrscheinlich ist er gar nicht mehr hier. Wobei, das ist ja nicht weltweit. Das Aussehen erinnert mich ein bisschen an Final Fantasy X. So, also der Meister Gourmet suchen wir. Und ich finde die ständig so merkwürdig angeordnet. Ist total verwirrend hier. Laufe ich jetzt wieder zurück oder laufe ich jetzt woanders hin? Ich laufe doch jetzt woanders hin. Nee. Ich muss da hinten rum. Das hatten wir schon. Das ist dasselbe, oder nee? Hast du das eigentlich zum Gewinner? Kampfturnier am Schlachthaus auf dem Heroenplatz. Anmeldung täglich zwischen 19 und 3 Uhr. Okay. Arenentunnel. Das ist auch geil. Ach so, jetzt kapiere ich auch, wieso die alle vor mir fliehen. Wissen die, dass ich die Erlöserin bin? Und die alle Schiss vor mir? Nee. Der hat nur gerade gezuckt. Ach, der hat nur gerade gezuckt. So auch immer. So, dadurch kann ich mich teleportieren.
Wenn gar nichts mehr geht, kann ich mich immer noch zurück teleportieren um 0 Uhr. Ich verstehe nicht, was bringen die komischen Dinger hier? The Slaughterhouse opens its doors to spectators and contestants during the night's banquets. If you wish to join the lists, come when we're open. Die Öffnungszeiten ist in einer Stunde. We know how to take good care of you here. Nein. Hier hat noch jemanden. This is not the hour for challengers, I'm afraid. Come back. Ja, okay. Also, in einer Stunde geht's hier richtig zur Sache, wie es aussieht. What do you think you're playing at, selling that poison? Make me stronger? It almost killed me. I did warn you that the use of my concoctions is not without risk. In short, you were warned. Not without risk? You're a crook and a charlatan, you hear me? Huh? I'm done with this place. Okay. A pit of violence. Tschüss. And aggression. Oh, das ist eine Stufe 3. Poison to that man? Of course not. It was a fortifying brew with centuries of alchemic theory behind it. I assure you it should be highly efficacious for most users. Sadly, it appeared to disagree with that gentleman's liver, or perhaps... You're an alchemist, right? Don't you people claim to be able to turn lead into gold or something? I don't think I buy it. That is an unfortunate stereotype, all too common. Alchemists are natural philosophers dedicated to unlocking the mysteries of our physical and spiritual worlds. The search for ultimate truth is the core of our ancient art. The transmutation of base metals into gold, that is a mere byproduct of our inquiries. Mysteries of the physical and spiritual worlds? The ultimate truth? Sounds ambitious. It is. We perform experiments, observe phenomena, and analyze ancient records. Then we carefully record the results for future generations. It is painstaking work. Unfortunately, it is also capital intensive. The experiments I perform are very expensive. Right. That explains the snake oil racket you have going on here. This location certainly has proven beneficial to my research. Bounty hunters congregate in the area, and as you no doubt know, theirs is a dangerous profession. They are desperate for anything that might give them an edge, and that includes untested potions. Wie geil. Coole Geschäftsidee. Does that mean you're using those poor dupes as test subjects for your latest concoctions? Der Mann da hinten ist auch cool, der hängt halt im Felsen fest. Perhaps you'd care to join my project. Oh, you'd make a fine test subject. I have made a new secret potion that needs testing, but all of my regulars have refused to volunteer. You see, I've tried mixing two kinds of highly potent poisons. My yeah, this guy. Oh man, was ist das denn für eine beneficial effect? Oh, minus mal minus gibt plus. Ist ja sehr schön. Maybe you should discard some of them. Ja, okay, krass. Was hatten die? Okay, die verkauft so Zeug. Wenn ich jetzt einen Heilgegenstand mal kauf, okay. Und jetzt nochmal ansprechen. Es gibt ja das Ding. Auf dem Heroionplatz neben dem Schlachthaus verkauft die Alchemistin Velno den Kämpfern dubiose Stärkungstränke. Lightning soll ihr nächstes Testobjekt werden und einen Trank probieren, der aus zwei Giften gemischt wurde. Was gefährlich klingt, könnte dir jedoch tatsächlich im Kampf helfen. Das ist Rang 3 Mission. Das wird bestimmt nichts Gutes. Um den Trank entgegenzunehmen, brauchst du einen leeren Slot in deinem Inventar. So annehmen. Alright, I'm game. What do you expect it to do exactly? It will lift your spirits, invigorate your soul, and protect you from hexes and ailments. If you are the kind of person who participates in slaughterhouse tournaments, then this potion will be perfect. Nektar. So I'm supposed to drink it during a battle. Yes, that would be the perfect time. And afterwards, don't forget to come back and tell me how wonderful it is. Please note that my potions are provided without warranty. Side effects may include dementia, gangrene, sudden death and hair loss. Good luck. Plötzlicher Tod ist natürlich auch genial. Experimenteller Trank Nektar. Teste meinen experimentellen Trank, indem du während eines Kampfes einnimmst. Wenn du
von einer oder mehrerer Zustandsveränderungen betroffen bist. Danach möchte ich von den Effekten hören. Für mögliche Nebenwirkungen inklusive Tod hafte ich nicht. Ja, wie Witz. Was ist das denn für ein Mist? Na gut, wir können ja theoretisch nicht sterben. Dann geht halt die Zeit, verlieren wir halt eine Stunde. Aber tot sind wir ja nicht. Ist trotzdem merkwürdig. Was für eine coole Frau ist das denn? Hier ist noch jemand. I just got fireworks from a Chocobo girl. That's it. This city is the best. Juhu. Das ist der Gladiator von eben. These days, there's only one way common folk can see the show in the Augur's Quarter, and that's the secret back route. Did you hear Amen. That? I'm quite sure they were talking about the back route into the Augur's Quarter. Yeah? I'm one of the guides. What is it? You don't know where you are? Oh, ich kann helfen. Nein, geh weg. If I had a little more muscle, I could see myself signing up. Schon wieder so eine. Ja, dann das Spiel kann man. Ja, 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 ja. Gute Nacht. So, und hier ist wieder so, hier ist das ganze Schmiedeviertel und. Gottes Willen, die Stadt ist auch riesig. Und ich mache mir da noch ein paar Markierungen hin und ich würde sagen, wir gehen in der nächsten Folge mal ins Schlachthaus, gucken, was uns da erwartet und was es mit dem Nektar auf sich hat. Also, bis dahin, ade, ciao.